Seit dem 13. März 2010 gibt es dafür Zauberverein Sevelen. Das ist eine kleine Impression vom Fürzauberfest 2017. Das nächste Fürzauberfest gibt es dann am 29. September dieses Jahr in der Nähe von Snickis Möbelhalle. Dann lässt es den Verein, der gegen 20 Mitglieder zählt, wieder krachen. Und das nach einer einstudierten Choreografie. 24 Minuten lang soll es gehen. Am 1. August gibt es aber schon eine kleinere Ausgabe von einem Feuerwerk vom Fürzauberverein. Gegen 11 Minuten lang zeigt dann der Fürzauberverein Sevelen hinter dem Mikro und dem Coop zu Melz, was sie können. Feuerwerke vom Fürzauberverein können her an das vom Fürst. Und diese Feuerwerke in dem Rhein hat Martin Boos, Präsident dieses Vereins, schon als kleiner Bub dazu motiviert, eben auch so ein Feuerwerker zu werden. Vielleicht sogar einmal einer für einen Fürst. Wer weiß? Der Vater hat ihm als Bub zwar gesagt, oh, das kostet, aber nein, aufgegeben hat er nicht. Aufgewachsen mit 5 Schwestern, die zum Teil auch helfen, und 2 Brüdern. Und gerade an einem Ort, wo das Feuerwerk ähnlich dem Rhein fast aus der Stube raus hat können bewundert werden, hat der Martin Boos eben seinen Traum wahr gemacht und den Verein gegründet. Ich habe den Feuerwerker über die Schulter geschaut, wo sie das Feuerwerk für den 1. August für die ganzen Länder zusammengebaut haben. Ihr leistet wirklich etwas, das unglaublich viel Freude bereitet, mit unglaublich vielen Effekten auch. Das ist ja so, ja. Also, es sind Haufen hunderte Stunden, die wir investieren im Jahr. Also, wir haben mal grob gerechnet, also die 2000 Stunden, die wir investieren. Hoppla. Für alle Feuerwerke, natürlich alle ohne Lohn. Das ist das Pizzola-Feuerwerk, das wir jetzt planen sind für den 1. August. Ja. Und ja. Da haben wir ziemlich einige Bomben drin und da sind wir dann auch schon bei 300 bis 400 Stunden Arbeit. Aber das probieren wir jetzt nicht aus, oder? Nein, das probieren wir nicht aus. Wir haben natürlich ein gewisses Know-how in den letzten Jahren uns ja angereicht. Das wäre natürlich auch viel zu teuer, das zahlt uns. Eben, gell, das Zeug kostet auch, gell? Ja, das kostet schon, ja. Also alles kostet irgendwo, oder? Also, das, was jetzt noch so da steht, das kommt dann noch eben dort beim Pizzolpark in der Nähe dort herzustehen, beim Feuerwerk am 1. August, oder? Genau, ja, beim Juxhof. In Pizzol. Wie zündet ihr denn das? Habt ihr da irgendwie elektrische Geräte? Ja, das ist ja so. Ja. Da können wir vielleicht gleich schnell rübergehen. Ja. Aha. Das wäre ein Teil für unsere Zündmaschine. Zündmaschine. Genau. Ja. Und was wir einerseits hier haben, das wäre der Empfänger, der Sender. Mit dem Sender geben wir nachher ein Signal drauf auf den Empfänger. Ja. Das hier, genau. Und da tun wir jetzt eigentlich die ganzen Elektrozünder, die wir jetzt hier einbauen sind, jawohl, mit einem riesen Aufwand, die werden abisoliert, die kommen nachher hier rein. Und wir haben dann eine Choreo geschrieben und anhand von dieser Choreo können wir dann nachher die einzelnen Zündungen auslösen. Aha, ja, ja. Und ja, eben natürlich, das braucht ziemlich auch eine Ausbildung, Erfahrung, oder? Das braucht eine FEB-Prüfung, Minimum. Was war für eine Prüfung? Eine FEB-Prüfung. Aha, also ja. FEB, das ist eigentlich der Feuerwerker-Ausweis, den wir machen wollen. Da geht man auf Bern ab eine Prüfung, man tut sich vorbereiten, man macht das Praktikum. Ja. Und dann geht man da eine 5-tägige Prüfung absolvieren auf Bern ab. Jetzt, wenn ich so links hier schaue, habe ich da gesehen, da hat es eine Röhre. Die sind leer. Also, ihr füllt das alles auf, gell? Ist nichts fertig gekauft. Einfach so. Also, das, was man jetzt hier sieht, das nennen wir einen Verschlag. Ja. Und das, was drinnen ist, das ist ein Mörser. In den Mörser rein bauen wir jetzt für die Vormontage die ganzen Kugelbomber und Zylinderbomben einfüllen. Das macht jetzt er gerade hier hin. Dann tun wir da das Ganze in die Stoppe rein lösen. Da erinnert mich fast an eine Bäckerei hier. Ne? Ja. Ja, und dann tun wir das Ganze abisolieren und dann auch pyrotechnisch miteinander verbinden. Jawohl. Also ganz am Anfang von dieser Kette ist noch eine Elektrozündung drauf. Da können wir dann eben uns nachher mit der Zündmaschine auslösen. Und dann läuft das nachher eigentlich so durch. Pyrotechnisch. Okay, das so rein, ja, genau. Ja, ja. Und dann muss alles schön verbunden sein. Gell? Kann man das testen, was jetzt elektrisch, ob das für die gut ist? Was ja, was wir können machen können, ist, wir können die Anlage im Testmodus hin, dann können wir dann alle elektrischen Ströme, alle elektrischen Kabel oben. Dann haben wir einen gewissen Ohmwert, der uns dann sagt, das ist gut oder es ist schlecht. Genau, ja. Und wenn der schlecht ist, dann können wir dieser Leitung nachgehen, können die Leitung prüfen und dementsprechend nochmal richtig zusammenhängen, damit es noch dann auch passt. Was machst du jetzt da? Ich bin ein Test. Effekt am Basteln sozusagen, dass sie mir heute Abend da
das erste Mal ausprobieren. Und zwar ist das für das kommende Feuerzauberfest im September, wo ja der Feuerzauberverein organisiert. Und das wird ein Teil von der interaktiven Feuershow am Anfang, wo es einen funkelnden Regenschirm darstellen soll. Das ist ein Regenschirm gestellt. Genau. Ja. Genau. Und was machst du da her? Das ist sozusagen der Abschlusseffekt von dem Schirm, wo dann am Schluss noch einen kleinen Goldregen in den Himmel aufschiessen sollte. Zuerst kommt der Regen vom Schirm oben runter und dann schiesst er noch in den Himmel auf. Kannst du das jetzt voll berechnen oder ist auch noch ein bisschen Risiko dahinter? Weißt du, ich meine, es ist nicht Risiko in dem Sinne wie Gefahr, sondern dass es nicht so gut wie du möchtest. Ja, für das testen wir es jetzt natürlich. Ah. Und, natürlich, wir testen das heute Abend auf dem Testgelände und schauen, ob es so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Ah, so. Da wird alles ausprobiert. Genau. Nichts zu Zufall überlassen. Natürlich. Und für ein Feuerwerk ist mal lang dran, nehme ich an. Ja, es sind ewige Stunden, die man da verbringt. Mit erstens mal in der Planung und nachher weiter eben in der Vorbereitung mit den Effekten, die zusammenzubauen. Und dann natürlich der Aufbau vor Ort. Und erst dann sieht man in wenigen Minuten, wie das Ganze wieder verglüht sozusagen. Tun es einmal filmen mit der Zeitlupe, dann wissen, was gelaufen ist und was nicht. Ja, natürlich. Mit allen sind wir aufgenommen, dass wir im Nachhinein schauen können, was geklappt hat und was wir vielleicht besser machen können. Da gibt es einen Testlauf, oder wenn es nicht geklappt hat, einen zweiten, einen dritten? Je nach Effekt. Bei so einem Komplexen gibt es vielleicht noch einen zweiten, aber bei sonst haben wir halt eine Chance und dann ist es wieder vorbei. Genau. Ein Regenschirm das jetzt da, gell? Genau. Weiter vorne muss es aufpassen, wenn ich beim Filmen, sonst wird man rumstolpern. Aber da habe ich noch etwas ein Rad gesehen. Was hat es noch mit dem Rad auf sich? Das ist ein Springbrunnen darstellen, ebenfalls ein Effekt, den wir heute Abend getestet. Und wird auch ein sich drehender Effekt sein, wo silbrige Funken eben so in Form von einem Springbrunnen sollte, einerseits gegen oben und auf die Seite sprühen und sich das Ganze dann noch um die eigene Achse so drehen. Aber ich sehe daran, bist selber gespannt, ob es geht? Ja, sowieso, genau. Was machst du jetzt hier? Ich bringe den Verzöger an. Was für ein Verzöger, das ist eine Bombenkette. Wird einmal gezündet und dann fliegt immer nach einem definierten Zeitpunkt, Zeitraum, fliegt dann der nächste Effekt los. Aha, dann habe ich hier gerade Verzögerer angebaut für 4 Sekunden. Das heißt, alle 4 Sekunden verlässt ein Effekt so ein Rohr. Ja, das ist fixiert, 4 Sekunden, gell? Das ist fix. Aber es gibt verschiedene, 1 Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden. Und du hast alles zugekauft, kann man sich darauf verlassen, dass das, was drauf steht, dann auch wirklich so funktioniert? Die sind qualitativ sehr gut, da kann man sich wirklich drauf verlassen, dass die auf die halbe Sekunde genau abschießen. Aber nehmen wir auch da braucht es Erfahrung, gell? Bei Materialkenntnis, dass man es richtig kauft natürlich, oder? Das auf jeden Fall. Der Markt ist ja groß und da ist schon sehr gut, wenn man da eine gute Produktkenntnis hat und weiß, was dann zum Schluss am Himmel zu sehen sein wird. Wie bist du so dazugekommen zu diesem Feuerzauberverein da? Durch Zufall, durch ein Plakat, was ich im Coop gesehen habe. Aha, ja, gesehen. Und da habe ich Martin Boos angerufen, ob es noch jemanden brauchen kann, der mithilft, der mitarbeitet und ja, bin ich jetzt seit 2011 dabei. Ja, also ihr tut auch Leute ausbilden, motivieren, gell? Ihr braucht ja so. Natürlich. Ja? Wir brauchen Nachwuchs wie jeder andere Verein auch und dementsprechend probieren wir jetzt zu motivieren, indem dass sie so viel wie möglich lernen können und die ganze Welt von der ganzen vielen Vereinen schauen können. Und ja, wer weiß, vielleicht ist es der nächste FBler, wenn die Prüfung geht. Ja, genau, genau. Du hast es mir gesagt, das Feuerwerk, gell? Das war das letzte Jahr schon gewesen, dort, eben bei den Einkaufszentren zwischen Coop und Migros auf dieser Wiese rein, da zu Melz. Das ist wirklich etwas ganz Spezielles. Und sie haben da geredet von ein paar hundert Effekten. Also, ist das sind, so? Ja, es sind mehr. Mehr? Ja, es sind ein paar Tausend. Ein paar Tausend? Ja, um Gottes Willen noch. Also, du hast da ein ganzes Buch. Genau, ja, das ist Choreografie, die ich geschrieben habe. Oh, das ist ja wie ein Storyboard, du ein Buch. Genau. Ja, das muss ich haben. Ja, das ist einerseits, damit Leute, unsere Pyrotechniker wissen, was wie zusammengebaut wird. Heiter fahren wir mal. Und, da machst du Zweifelder. Da mache ich Zweifelder. Wenn die Familie schläft. Wenn die Familie schläft in der Nacht, ja. Gut, ich meine, ihr seid 8 Kinder daheim, du bist dich gewöhnt, gell? Ja, ich habe nur 1 Kind. Das ist schon eins. Dann geht es ja. Nein, weil ich meine, du bist ja gewöhnt, dass du Leistung bringen musst, dass du arbeiten können daheim und solche Sachen. Du bist ja das gewöhnt, du machst das. Das ist für dich im Fleisch und Blut irgendwie, gell? Das ist ja noch drin, das habe ich von meinen Eltern übernommen. Genau, da muss man sagen. Genau. Und dann hast du das so der Reihe aufgeschrieben. Genau, ja, die ganze Choreo, die wir jetzt hier haben, steht, ich habe es mir ausgerechnet.
von 2638 Effekten, die wir jetzt hier einbauen. Wie viel? Oh je, 200 habe ich verstanden. 2600? 2688. Das sind jetzt einzelne Feuerwerksbomben, die drin sind. Und das ist in der Reihenfolge geschaltet. Das heisst, wenn es irgendwann genau. mal nach dem 1000. aussetzt, dann ist es Sense. Das spielt keine Rolle. Nein. Nicht? Nein, das macht nichts. Weil man sieht es hier auch, wenn man Choreo anschaut. Ja. Das sind einzelne Blöcke, jawohl. Die wir da drin haben, und jeder Block wird einzeln gezündet. Das heisst, also, wenn jetzt im schlimmsten Fall einmal so einen Strang nicht abbrennen würde, dann merken wir das ja, und dementsprechend können wir nachher eingreifen und nachher den nächsten Zündimpuls auslösen. Aber ich merke schon, du bist ein Perfektionist, und wenn du schon daran denkst, es könnte etwas passieren, wirst du schon ein bisschen nervös, gell? Ja, nervös nicht, nein, ich will einfach keine Blamage, oder? Ich meine, wir haben Feuerwerk, wo wir mehrere tausend Zuschauer haben, und das vergleicht das auch mit den Eventbranchen, oder? Ich meine, Fehler sind da einfach passé, oder? Mama mia, was baust denn du da auf? Das sind Single Shot. Wie heisst das? Single Shot. Hoi, hoi, hoi. Du machst nicht das erste Mal, gell? Nein, nicht unbedingt. Du siehst schon 50 Jahre dabei, habe ich gerade so schnell gehört. Ja, also 50 Jahre nicht gerade im Feuerwerk, aber im Springen bald. Ach so, ja, ja. Ah, du bist ein Sprengfachmann in dem Fall. Ja. Aha. Also hast du es auch vollberuflich gemacht? So, ja, gell? Also jetzt habe ich das als Hobby. Ja, ja. Und gell, das ist irgendwie, das macht einem fast ein bisschen süchtig. Also, man hat fast eine Zugserscheinung, wenn er mal so etwas nicht mehr bauen darf. Ich sehe das auch, das ist eine riesige Freude, um das zu machen. Ja. Nein, sobald es ein bisschen klipft und tätscht, ist gut, oder? Für dich natürlich eine kleine Sache, ist das, gell? Ja, eine kleine Sache, man muss einfach aufpassen und aufbauen alles zusammen, oder? Ja. Eben, das ist ja ganz wichtig, dass man das extrem sauber macht, gell? Sonst ist irgendwann dann, wie wenn man so ein Domino spielt, zack und fertig ist, oder? Ja, oder hängt es voll ab, oder? Ja. Hast du dich auch schon genervt, dass etwas nicht gegangen ist? Ja, jetzt im Feuerwerk weniger, aber sonst im Sprengen schon, oder? Ja, ja, ja. Was machst du so? Das ist etwas abisolieren, hä? Das ist eigentlich, damit ich die möglichst kann gleichzeitig zünden, ist ein Klebeband mit Schwarzpulver beschichtet. Ja. Wo ich kann direkt auf die kleinen Fontänen, die an dem Schirm jetzt dran sind, montieren. Ja. Und alle zusammen miteinander verbinden, dass sie innerhalb Millisekunden gleichzeitig eigentlich, oder beinahe gleichzeitig losgehen. Also da werden noch einige Effekte von Hand gezündet. Verschiedenste ruhige Effekte, Barockeffekte nennen wir das. Was, Barocki? Barockeffekt, also wie aus der Barockzeit halt, wo das erste Feuerwerk eigentlich so in Europa etc. dann etabliert worden ist, sind es also ruhige Effekte, Fontänen, Sonne, Vulkan, und so kann man sehr eine magische Stimmung eigentlich illuminieren, genau. Du bist ja, du redest ja nicht Weltmeister, was machst du, wenn du nicht gerade Feuerzauber machst? Ich arbeite auf der Versicherung. Ja, dann versteckt das ist etwas anderes, gell? Ja. Das ist ein guter Ausgleich. Das ist ein Ausgleich, ja. Und ich weiss natürlich, wie man es sicher macht und wie man sich am besten versichert. Ah, so. Sehr gut. Ja, gut. Dann schauen wir mal zu, wie du das machst. Das Schwarzpulver hast du gesagt? Genau. Ist wo drin? Das ist da am Klebeband drauf gemacht worden. Mann, nein. Und da die kleinen Fontänchen, da kann man einfach ein bisschen die Abdeckung aufritzen, damit so ein bisschen Pulver zum Vorschießen kommt. Hier seht ihr, das ist so ein weißes Pulver. Und dann kann ich das da direkt draufkleben, damit das nachher... Ja, aber du, das ist ja viel geile Arbeit, du. Hey, hallo? Ja, das du ist es, Du bist also, sehr geschickt da. Ja, man gibt es das Beste. Mal geht es, mal geht es nicht. Darum ist es eben auch etwas Spannendes für euch. Es ist keine exakte Physik in dem Sinn. Also es ist immer, es kommt ja nur schon auf Wettereinfluss drauf an. Ich würde sagen. Bei gröberem Wind kannst du gewisse Sachen nicht machen. Wenn es heftig regnet, kannst du gewisse Sachen nicht machen. Ja, aber Regen geht dann gar nichts, oder? Doch, Regen ist eigentlich nicht in dem Sinne ein Problem, weil wenn es für euch mal brennt, dann brennt es, dann kann man es nicht mehr löschen. So heiß, wie das abbrennt. Aber es ist halt wichtig, dass man es so vorbereitet, dass die Effekte abdeckt sind und nicht im Vorhinein könnt Feuchtigkeit ziehen, dann ist eigentlich kein Problem. Aha. Was sind denn da für Bomben da? Also eben da haben wir jetzt eine Kugelbombe. Eine Kugelbombe? Genau, nennt sich das. Kaliber 200. Kaliber 200? 200 mm oder 20 cm Durchmesser. Ja. Genau. Gewicht sind wir irgendwo so bei 2,5 bis 3 Kilo. Das ist der Bombe schwer. Was passiert denn mit der? Ja, die tun wir nachher abfüllen in ein Rohr rein. In der elektrisch zünden und die hat dann etwa eine Steighöhe von etwa 240 Meter. Oh, um Gottes Willen. Und Zerlegerdurchmesser. Drei Mal der Wuchsenkirchturm bis zum Sternhaufen. Genau, ja. Das ist ja unglaublich. Okay. Und das wäre jetzt ein chinesisches Produkt, das wir hier haben. Und was wir hier haben, das ist ein italienisches Produkt vom Parente, das man auch kennt, der macht unter anderem das Zürichfest.
Und da haben wir jetzt ein 150er Kaliber, Zylinderbombe. Das nennt sich Scala Otto, das heisst 8 Stationen. Oder wie man so will, 8 Effekte, 8 Bombetten drin. Aha. Und so kommst du ja insgesamt jetzt in dem festen Pizzol auf über 2500 Effekte. Ja? Genau, ja. Oder wenn man natürlich anschaut, das ist ein Effekt, oder? Ah, das ist nur ein Effekt? Das ist ein Effekt, genau. Und das Scala Otto, das haben jetzt 8 Bombetten. Ja. Das kann ich dann halt so auch rechnen, dass es halt dann 8 Effekt drin hat in einer Bombe. Dann gibt es die sogenannten Feuerwerksbatterien, die man einmal anzündet, die dann halt bis zu 100 Schuss und mehr rauskommen. Ja, ja. Oder? Aber du, also, wenn jetzt das hier ein Effekt ist und dann ein neuer Effekt, also, das sind ja riesige Dinge, die man hier transportieren und herführen. Ja, das ist so. Ja. Es gibt noch größere. Aha. Also das grösste Kaliber, das wir hier in der Schweiz bekommen, ist 400 mm. Wobei da die Ressourcen relativ knapp sind. Ja. Und dann wird abgesperrt natürlich rundherum, oder? Da wird rundherum alles abgesperrt. Wir haben einen vorgegebenen Sicherheitsabstand, den wir eingehen müssen. Und der wird dann auch von uns Mitgliedern alles abgesteckt und eingezündet. Und dafür wird das dann bewachen. Und das ist eindeutig. Der Boss ist da auch der Boss, gell? Das ist es. Und die Schwester, die hinten da und nichts will sagen? Die Schwester, die hinten reist, ist ein Moka hinten und hat mich eigentlich von Anfang an unterstützt. Sie ist auch dabei. Sie ist auch dabei. Auch wenn sie es nicht will sagen, gell? Sie ist eigentlich die gute Fee. Sie tut für den ganzen Verein kochen, wenn wir alle im Arbeiten sind. Sie schaut, dass wir zu Mittag haben, schaut, dass wir zu Nacht haben, dass wir genug zu trinken haben. Und führt selber fest, alles, was mit den Bar und Getränken zu tun hat, managen. Gut. Und ja, sie macht dann das. Dann respektieren wir ihren Wunsch, gell? Aber ist schon nach einem praktisch, hat man 5 Schwestern, gell? Das ist sehr praktisch, ja. Man lernt mit Frauen umzugehen, richtig zu schnüren. Aber ich kann man mieten? Ja, mieten nicht. Uns kann man eigentlich einen Auftrag vergeben. Ja. Also wenn einer Feuerwerk will machen, Hochzeit, Firmenanlass oder auch Weihnachtsfest, eben grosse Sachen. Wir haben Kapazität, wir haben Möglichkeiten, wir haben das Equipment und wir haben das Know-how. Weißt du, und wir haben nur gemeint, können selber vorbei, also übergeben wir das dann nicht und dann muss ich selber zünden und so? Nein, sicher nicht. Also bei uns läuft es so, dass der Kunde kommt zu uns, gibt uns ein Budget und dann schauen wir miteinander an, was man machen kann auf dem Apparatplatz, wo uns der Kunde dann vorgibt. Und dementsprechend tun wir auch dem Kunden den Kundenwunsch die ganze Choreografie zusammenstellen. Ja, aha. Und dann besprechen das besprechen, sagen dir, was es kostet das und so weiter. Das gibt Vorbesprechung, genau. Und je nachdem, was er halt dann will, wird es ein bisschen teurer oder ein bisschen günstiger. Über Preise redet man nicht, gell? Ja, ungern. Es ist einfach schwierig zu sagen, was so etwas kostet. Ja. Weil, es ist einfach, jedes Feuerwerk ist eigentlich ein Unikat und dann kann man nicht einfach sagen, okay, das kostet pauschal und so viel. Nein, aber gibt es zum Beispiel auch 3.000, 4.000 auch schon etwas? Das gibt es ja. Und dann kann man rauf bis 50 locken, oder? Ja, oder bis 100. Bis 100, ja, das ist, gegen oben ist immer offen. Ja, das ist überall so. Aber wenn jetzt jemand für ein Familienfest, für einen Geburtstag, für etwas Spezielles, etwas will, dann ist man wieder 3.000, 4.000 Stutz für etwas Kleinem auch schon dabei. Ja, da kommt man etwas Gutes. Aha, gut, eben. Und da ist ja dann auch wirklich etwas, wo man dann auch freut, dass etwas wirklich Spezielles ist, oder? Und ich denke mir, das würde sich jetzt schon lohnen. Tut es mir jetzt. Ja, wenn man das Budget dazu hat, schon. Ja. Das ist natürlich meistens immer zweitrangig, wenn man eine Veranstaltung macht. Aber ich sage mal, wir gehen einfach wirklich für das Geld, was wir rüberkommen, das Maximum wieder raus und versuchen wirklich immer eine super Show und ein Unikat abzuliefern. Martin, letzte Frage. Wie war dein Highlight bis jetzt? Mein Highlight? Das war natürlich alles Highlight bis jetzt. Also nicht gehört so auf dem Geburtstagshoch und das schon ausgeblasen? Nein, also nee. Für mich ist eigentlich momentan das Highlight das Feuerzauberfest selber, weil es musiksynchron ist und da ein riesiges Team hinten dran arbeitet. Das ist im September? Das ist am 29. September. Und wo ist das? Das ist vis-à-vis von der Nikis Möbelhalle. Eben da, also genau. In der Nähe, also in der Region. Schön daheim, ja. Genau, in der Region, ja. Genau. Aber du selbst bist in Weinfelden, gell? Und die Leute kommen von überall her. Die kommen von überall her. Also wir haben von Zürich da, von Sargans, wir haben von Frauenfeld. Ja, und sonst das grösste ist schon von der Region da. Ja.